Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie man eine coole kleine Kirche bauen kann, beziehungsweise eine Kapelle oder wie auch immer ihr das halt nennen möchtet. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an damit. Und das Erste, was ihr tun müsst, ist natürlich euch erstmal einen Platz überlegen, wo ihr das Ganze bauen möchtet. Und ich habe mich jetzt mal für diese coole Wiese hier entschieden. Und dann können wir auch direkt damit anfangen. Und zwar das Erste, was wir machen, ist, wir schnappen uns ganz normal einen Stein und platzieren davon drei nebeneinander und dann insgesamt nochmal fünf Blöcke oben drauf. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schichten insgesamt. So ungefähr sollte das aussehen. Und dann nehmen wir ganz normal einen Stone Brick und machen davon nochmal zwei Fünfer-Säulen daneben. Und da oben drauf kommt dann jeweils eine Treppe davon. Dann machen wir nochmal zwei Blöcke daneben. Da oben drauf kommt nochmal eine Treppe. Und dann sollte das erstmal so aussehen. Dann schnappen wir uns ganz normales Holz, machen da nochmal drei hin. Und jetzt machen wir hier nämlich das Dach als nächstes. Und dann machen wir hier insgesamt viermal folgenden Schritt. Und zwar machen wir einen Block so und dann eine Treppe da oben drauf. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Jetzt haben wir schon mal eins. Dann haben wir hier jetzt zwei. Wenn ich den da unten wegkriege, so zwei. Machen wir hier den dritten, so, und den vierten dann insgesamt. Das reicht dann erstmal. Und dann können wir dazwischen nämlich diese ganzen Holzblöcke hier natürlich platzieren. Und ihr könnt natürlich aber, wenn ihr das Ganze nachbauen möchtet, Blöcke benutzen, die ihr halt cool findet. Das muss jetzt hier nicht genau dasselbe sein. Ihr könnt auch anderes Holz benutzen und andere Steine. Das ist ziemlich egal, aber ich zeige euch einfach in diesem Tutorial mal, wie ich das machen würde. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist, wir platzieren hier oben nochmal ganz normale Steine und platzieren dann dazwischen Halbsteine und platzieren dann hier jeweils nochmal eine kleine Mauer oben drauf, auch aus Stone Bricks. Und das sollte dann so aussehen ungefähr. Als nächstes nehmen wir uns dann nochmal die Treppen, machen hier zweimal umgedrehte Treppen hin, zweimal ganz normale Treppen, noch eine umgedrehte und oben drauf kommt dann wieder ein Mauerstück. Und unten machen wir dann auch wieder umgedreht, normal rum umgedreht, in die Mitte kommt noch ein Halbstein. Und dann links und rechts kommen jeweils noch Mauern oben drauf. Und jetzt werden hier nämlich später Fenster reinkommen, aber das lasse ich erstmal so. Und jetzt werdet ihr das Ganze nochmal genau auf die andere Seite machen, das bedeutet, hier geht es dann wieder runter genauso. Und das Ganze werden wir dann insgesamt noch fünfmal nebeneinander bauen. Das bedeutet, hier haben wir dann wieder genau dasselbe Spiel. Dann haben wir schon mal zwei Elemente, dann lassen wir hier wieder drei frei, dann haben wir drei. Lassen nochmal drei frei, vier, lassen nochmal drei frei und haben dann fünf Elemente insgesamt. Wir wollen aber sechs haben, das bedeutet, wir machen das Ganze nochmal. Und insgesamt sollte jetzt ungefähr so viel damit ausgefüllt sein. Und das müsst ihr jetzt einfach nur nochmal, ja eben insgesamt dann sechsmal in jede Richtung nochmal machen und nochmal auf die andere Seite kopieren. Aber das werde ich euch jetzt hier mal nicht zeigen, sondern ich werde das jetzt mal schnell schneiden. So, ich habe das Ganze jetzt mal fertig gebaut. Das sieht dann in etwa so aus und natürlich auf der anderen Seite genauso. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir überlegen uns, wo wir den Eingang hinbauen wollen. Und zwar mache ich den mal nicht auf diese Seite hier, sondern auf die andere Seite. Nämlich hier hin. Und dann füllt ihr erstmal alles, was hier noch frei ist, erstmal mit Steinen aus, so wie ich das hier gemacht habe. Und das nächste, was wir dann machen, ist, wir bauen hier einen kleinen Eingang rein. Und so gehen wir genau in der Mitte, das müsste hier sein, insgesamt drei Blöcke breit. Und dann machen wir hier auf dieser Seite insgesamt sechs Blöcke hoch Stone Bricks. Das bedeutet hier 2, 4, 6, so ungefähr. Machen dazwischen dann alles weg. Und dann machen wir da jeweils einen Block gegen. Machen da oben nochmal einen Block drauf. Machen den hier weg. Und ziehen dann das Ganze hier einmal nach oben, dass das ungefähr so rum dann aussieht. Als nächstes, was wir machen, ist, wir machen hier auch wieder fünf Blöcke hoch und eine Treppe, genauso wie wir das eben am Anfang schon mal gemacht haben. Und das Ganze dann hier nochmal. Allerdings machen wir die Treppe nicht so rum, sondern in die andere Richtung. Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal daneben. Und hier natürlich dann auch wieder. Zack, fünf Blöcke hoch in die Richtung und zack, fünf Blöcke hoch in diese Richtung. Dann platzieren wir hier jeweils nochmal Blöcke, damit wir da dann später auch wieder dieses Dachmuster quasi hinbekommen mit den Treppen dann später. Beziehungsweise, was heißt später, wir machen das jetzt. So, machen wir dann hier wieder die Treppen ganz normal hin. So, dann lassen wir allerdings auf diesem Block hier, lassen wir frei, dann machen wir nur eine Mauer nach oben drauf und hier oben machen wir allerdings eine richtige Treppe hin. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist, wir schnappen uns wieder Steine und machen das hier alles voll. So, bis wir dann hier sind und da machen wir dann auch wieder die das Holzdach quasi hin. Und in dem mittleren Block machen wir es dann so, dass wir die, die Treppe so rum platzieren. So, als nächstes machen wir dann hier nochmal mit den Treppen so etwas, machen das jeweils umgedreht und platzieren dann unten nochmal eine Mauer mit oben drauf. Das bedeutet hier auch wieder so rum und so rum. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen und das nächste, was wir jetzt tun, ist hier den Eingang bauen. So, machen wir dafür oben nochmal, oh, da ist schon wieder ein Wanderer, hier war eben schon mal einer. Ich hoffe, der stellt sich nicht so in den Weg wie das letzte Mal. Ich habe das Ganze nämlich übrigens schon mal aufgenommen. Aber der stellt sich hier auch perfekt in den Weg, super cool. Also wir schnappen uns jetzt hier die ganz normalen Halbsteine von dem normalen Stein, wenn ich die finden würde. Sind die nicht hier unten? Nee, da oben sind sie, perfekt. Wir machen dann hier so einen kleinen Bogen hin, wie ihr ihn seht. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist, wir platzieren hier, wie gesagt, die Tür rein. Und zwar brauchen wir dafür insgesamt eigentlich nur ganz normale Trapdoors aus Fichtenholz und eine ganz normale Tür aus Fichtenholz. Und dann brauchen wir auch noch Fichtenholz-Treppen, die hier irgendwo sein müssen, da oben. Und eben Fichtenholzblöcke.
Und dann braucht man natürlich noch einen ganz normalen Boden und dafür nehme ich einfach die dunkle Holzsorte oder die dunkelste Holzsorte, dieses Dark Oak. Und davon natürlich auch nochmal die Treppen. So, und dann machen wir hier unten erstmal überall Dark Oak hin. Sollte dann ungefähr so aussehen und dann machen wir hier vorne nochmal die Treppen dazu hin. Hier platzieren wir dann die Tür hin. Dann platzieren wir von innen mit Shift und Rechtsklick oben drauf dann nochmal ein paar ganz normale Trapdoors. Das sieht dann nämlich insgesamt so aus, als wäre das so eine große Tür, statt nur eben diese 1x2-Tür. Das ist jetzt so eine 3x3-Tür. Sieht zumindest so aus, funktioniert natürlich nicht, aber das ist eben so die Idee. Und dann platzieren wir hier so rum die Treppen. Sieht dann so aus, als wäre das Ganze noch ein bisschen höher. Und den Rest machen wir hier voll mit den ganz normalen Blöcken. So ungefähr. Dann machen wir hier und hier nochmal einen ganz normalen Block hin, beziehungsweise machen davor nochmal einen Brick-Block hin. Und dann schnappen wir uns nochmal die Treppen. Machen das Ganze noch ein bisschen erhöht, damit es dann ungefähr so rum aussieht. Und was wir dann noch machen können, ist, wir schnappen uns hier nochmal Stone Bricks und machen hier oben bei dem ersten Stone Brick Wall, den wir hier haben, nochmal so ein Kreuz drauf. Lassen die anderen allerdings alle so klein, weil das würde sonst ein bisschen komisch aussehen, wenn wir das überall machen. Und dann hätten wir eigentlich soweit den Eingang schon mal fertig. Das nächste, was wir dann machen, ist den Turm bauen. Das erste, was wir für den Turm machen, ist natürlich diese Seite hier erstmal ausbauen. Und so machen wir dafür den mittleren Block weg, dann in jede Richtung nochmal drei Blöcke weit weg. Das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt hier 7 Blöcke frei. Und das machen wir jetzt alles erstmal voll mit ganz normalem Stein. So, ich habe es jetzt erstmal so weit gebaut. Das reicht erstmal. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir machen dasselbe hier nochmal mit diesen 5 hohen Türmchen quasi oder mit den Säulen. Und als nächstes machen wir dann hier Säulen, die allerdings ganz weit nach oben gehen. Denn das wären jetzt quasi die Turmsäulen. Können wir direkt ein bisschen höher machen. Ich mache die mal ein bisschen höher, als das Dach ist. So ungefähr. Und dazwischen müssen jetzt 5 Blöcke frei sein. Also 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Und dann können wir diesen Block hier nochmal wegmachen. Machen da dann nochmal hier den Dingsbums hin, so. Dann können wir hier erstmal das ganze Dach entfernen, immer so auf der Höhe eben, weil wir machen jetzt hier quasi eine Mauer entlang, und zwar insgesamt 5 Blöcke, also 1, 2, 3, 4, 5, bis hierhin soll die gehen. Bedeutet, da und da können wieder Blöcke rauf, und hier und da muss ein Stone Brick, so. Dann können wir das hier auch alles wegmachen, so, weil hier, wie gesagt, auch die Mauer hinkommt. 1, 2, 3, 4 Blöcke, und das hier sind 5, perfekt. Und dann können wir nämlich hier auch noch die Säulen hinbauen. So, das bedeutet so von diesem Block aus diagonal quasi. Dann können wir nämlich hier auch noch weiterhin die Steinmauer entlang platzieren, so. Das machen wir erstmal ein Stückchen nach oben. Wie weit genau, werde ich euch gleich noch zeigen. So, aber das sollte erstmal reichen. Dann machen wir nämlich erstmal unten etwas weiter. So machen wir jetzt hier unten erstmal die Verzierung fertig. Und zwar machen wir dafür einfach ein kleines Halbsteinmuster. Und zwar platzieren wir hier unten einen Halbstein, der insgesamt ein ganz normaler Block ist. Dann lassen wir einen frei, dann lassen wir noch einen frei. Das ist so das ganze Muster und ich habe es trotzdem verkackt, nice. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen hier 2 Blöcke hoch, machen diesen Block weg, machen dann diese beiden Blöcke hier weg, machen dann insgesamt 3 Blöcke über weg, die sind hier auch noch und dann machen wir die mittleren weg und hier kommt dann insgesamt das Fenster rein. So, ihr könnt natürlich auch eine andere Fensterform machen oder das größer oder kleiner machen oder ein Kreuz oder sowas, wie ihr möchtet, aber ich lasse das jetzt in diesem Fall mal so. Und was wir dann hier oben machen, ist, wir platzieren diese Blöcke weg oder zerbrechen sie und machen die Treppen dann in die andere Richtung quasi. Machen dann hier auch wieder dieses mit gerade rum Treppe und dann andersrum Treppe. Und dieses Muster machen wir dann insgesamt auf jeder Seite, nur dass wir hier oben dann keine Treppe drauf machen, sondern einen Halbstein. Das machen wir dann hier vorne auch nochmal. Das bedeutet, die beiden hier weg. Und dann hier wieder ganz normal rum, falsch rum, ganz normal rum. Und wieder falsch rum gegen die Wand. Und da oben so ein Dingsbums drauf. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Da müssen wir dann gucken, dass das hier auf derselben Ebene ist. Also hier müsste das hin. Das bedeutet, einen darunter machen wir dann die Treppe. Und dann hier wieder richtig rum, falsch rum, richtig rum, falsch rum, man kennt ihn. Und dann hier oben den Halbstein oben drauf. Und das müsste jetzt eben, wie gesagt, auf derselben Ebene sein. Und das sieht ja soweit ganz gut aus. Was wir dann machen ist, wir platzieren hier oben, also wir haben jetzt hier 1,5 Blöcke drüber. Da lassen wir dann erstmal 2 Blöcke frei, so ungefähr. Und machen dann hier so einen Kreis drum. Und das Ganze machen wir jetzt auf jeder Seite, das werden nämlich die Fenster dann später. Lassen wir hier erstmal frei. So. Zack, zack, zack. Und was wir dann machen, ist, wir platzieren oder wir zerstören den unteren Block und machen da eine Cleanstone-Treppe quasi hin. Und machen das Ganze oben auch nochmal. Das sorgt nämlich für ein bisschen mehr Tiefe bei den Fenstern. Das sieht auch eigentlich immer ziemlich gut aus. Das machen wir auch auf jeder Seite. Und dann kümmern wir uns hier mal um das Dach. Und zwar werden wir das folgendermaßen machen. Und zwar machen wir das hier erstmal ein bisschen höher, so zack. Und zwar wird das jetzt so funktionieren, dass wir dass diese Ebene, wo die Treppe ist, quasi die erste Ebene ist, oder die letzte Ebene ist, die 5 Blöcke quasi breit ist. Das bedeutet, hier wird es ein schmaler, ungefähr so. Und dann wird es noch ein schmaler. Und oben wird es dann noch ein schmaler. Und oben machen wir dann natürlich noch so einen Block rauf. Und das Ganze machen wir jetzt auf jeder Seite. Das bedeutet hier wieder so. Dann ein oben drauf. Dann geht das Ganze hier einfach so schräg nach oben quasi. Das Ganze hier natürlich dann auch. Dann können wir nämlich schon direkt das Dach fertig bauen.
So. Ganze hier dann auch nochmal. Oh, voilà, das war falsch, so. Und dann können wir nämlich hier erstmal alles voll machen mit Steinen. Bis hier, also so groß wie quasi, oder so weit wie quasi die Stonebricks gehen, können wir auch Steine platzieren. Das ist gar kein Problem. Das sieht man später nicht, da wird nämlich noch Holz hinkommen. So, und was wir jetzt machen, ist, wir schnappen uns die Walls nochmal, oder die Mauern aus dem Stonebrick und platzieren die hier jeweils überall auf jeden Stonebrick nochmal rauf. Das sorgt eben nochmal für so ein bisschen extra Detail. Sieht eigentlich immer nice aus. Und was wir dann machen, ist, wir holen uns das dunkle Holz, das Dark Oak, und platzieren dann hier jeweils 3 Blöcke hin. So. Also in die Ecken 3 Blöcke, dann 2 Blöcke und dann 1 Block, damit das hier alles wieder auf einer Ebene ist quasi. So, und dann machen wir hier nämlich so ein etwas spitzeres Dach. Und so machen wir dafür dann hier oben nochmal 2 Blöcke oben drauf und dann nochmal 2. Also hier jeweils 2, 2, 2 und in der Mitte nochmal 2, 2, 2, 2 und in der Mitte nochmal 2, so. Dann machen wir hier nochmal 2 Blöcke hin. So, machen dann hier oben drauf nochmal so einen Ring. Und dann könnt ihr auch immer ein bisschen weiter weggehen und gucken, ob das noch gut aussieht. Und ich würde sagen, ja, das geht noch von den Proportionen her quasi. Dann machen wir hier oben nochmal alles drauf und dann hier oben 3 Blöcke. Dann fliegen wir nochmal weg und gucken, ob das gut aussieht. Und ich würde fast sagen, wir machen hier oben doch nochmal einen Block oben drauf. Und dann oben noch einen drauf. Und ich würde sagen, so sieht das gut aus. Und wenn ihr das so habt, wie ihr es haben möchtet, dann macht ihr hier oben halt auch nochmal überall Zäune drauf. Auch am besten in derselben Holzfarbe. Sieht eigentlich immer ziemlich cool aus, wie gesagt. Noch ein bisschen mehr extra Detail. Kann ja nicht schaden. Und was wir dann auch noch, wenn wir Details weitermachen möchten, machen können, ist ganz oben natürlich auch noch ein Kreuz drauf. Wenn ihr so eine christliche Kirche haben möchtet. Und dann macht ihr natürlich einfach wieder 4 Fences und dann einen nach links, einen nach rechts. Dann haben wir hier oben wieder ein wundervolles Kreuz. Und was wir dann noch machen, ist hier oben erstmal die Glocke rein. So, holen wir uns dafür erstmal nochmal Glowstone. So, den haben wir da. Was wir dann dafür noch brauchen, ist natürlich Gold. Und am besten noch eine tatsächliche Glocke. Die müsste hier sein, zack. Und dann nehmen wir noch irgendeinen grauen Teppich. Ich nehme mal den hellgrauen Teppich. Was wir machen, ist, wir platzieren auf diese Ebene, also einen unterm Fenster quasi Glowstone. Und platzieren dann da oben drauf nochmal ein bisschen Wolle. Oder ein bisschen Teppich vielmehr. Das sieht dann nämlich so aus, als würde es hier einfach grau sein und von unten und so sieht man dann nichts außer dieses Graue, aber es leuchtet halt trotzdem. Und was wir dann noch machen, ist, wir platzieren hier oben einfach einmal eine Decke rein. Hier oben vielleicht noch ein Glowstone hin, damit hier nichts spawnt, so. Und dann machen wir hier oben insgesamt 4 Blöcke Zaun quasi hin, machen dann da unter einen Goldblock und unter den Goldblock dann noch diese Glocke. Und dann haben wir quasi so einen Glockenturm, den man dann auch sehen kann, dass es da was Goldenes gibt quasi. Und was wir dann noch machen können für die Fenster, ist Trapdoors benutzen, ganz normale Eichentrapdoors. Und die dann irgendwie halb offen machen oder ganz offen oder zu oder so. Sieht eigentlich auch immer ziemlich cool aus und man hat sogar noch die Möglichkeit, da durchzugucken. Das ist eigentlich ziemlich nice. So. Und dann haben wir das meiste außen auch schon fertig. Was wir jetzt allerdings noch machen können, ist natürlich hier so einen kleinen Extra-Eingang. Und zwar machen wir den mal hier hin und natürlich auf die andere Seite genauso. So. Und zwar baue ich den jetzt hier einmal vor und dann könnt ihr den genauso auf die andere Seite auch nochmal kopieren quasi. Und zwar brauchen wir dafür eine Tür. Und zwar haben wir ja vorne eine Fichtentür genommen. Das bedeutet, wir nehmen hier auch natürlich eine Fichtentür. Und brauchen dann natürlich auch eine Fichtentreppe. Und was wir dann noch brauchen, sind natürlich Stonebricks und diese ganz normalen Steine. Und so platzieren wir erstmal diesen Block hier weg und platzieren dann hier dieses dunkle Holz. Und davon brauchen wir auch nochmal die Treppen, die habe ich vergessen so. Die platzieren wir dann hier so hin am besten. Und dann können wir nämlich hier 2 Blöcke machen und hier vorne einen Stonebrick so. Und da oben drauf kommen dann nochmal Treppen jeweils. Zack, zack. Dann machen wir diesen Block hier weg, machen da oben eine Treppe hin und platzieren dann hier so in diesem oder von dieser Position aus quasi eine Tür. Dann haben wir hier auch schon den Eingang und genau das gleiche machen wir nochmal auf die andere Seite. Als nächstes kümmern wir uns dann um die Einrichtung. Theoretisch könnt ihr das natürlich machen, wie ihr möchtet, aber ich möchte hier in diesem Tutorial natürlich auch eine Einrichtung zeigen. Und zwar das erste, was wir machen, ist, wir ziehen hier erstmal einen roten Teppich durch, beziehungsweise halt irgendeinen Teppich, den ihr halt möchtet. So, bis ganz zum Ende. Und dann platzieren wir hier erstmal noch 3 extra Blöcke, dann hier nochmal 2 und füllen das Ganze hier dann natürlich aus. Dann umrande ich das Ganze jetzt einmal hier mit dem Holz, dem dunklen Holz natürlich. Und dann den Rest mache ich jetzt hier voll mit dem ganz normalen Fichtenholz. Und das erspare ich euch auch mal schnell. Als nächstes kümmern wir uns dann hier ein bisschen um das Licht und um nochmal ein paar extra Säulen. Und zwar machen wir jetzt hier erstmal die 3 mittleren Blöcke weg und platzieren da dann einfach ein bisschen Glas rein. Ihr könnt hier zum Beispiel auch Bundesglas dafür benutzen, aber ich nehme jetzt einfach mal nur schwarzes, einfach weil es einfacher ist. Und das nächste, was wir dann machen, sind hier nochmal extra Säulen. Und zwar platzieren wir hierfür dann erstmal eine Säule aus den Stonebricks hier hin. Und da platzieren wir überall nochmal extra Stonebricks. Und oben auch nochmal einen, damit es ungefähr so aussieht. Und dann platzieren wir hier dran nochmal Treppen davon. Und dann, wo das Holz ist, platzieren wir einfach nochmal die Holztreppen andersrum gegen die Decke, damit es von innen auch nochmal ein bisschen besser aussieht.
Und in der obersten Reihe machen wir dann allerdings ganze Holzblöcke aus dem dunklen Holz. Was wir dann noch machen, ist, wir schnappen uns einmal Spruce Fence und gehen dann hier auf den vierten Block quasi, also 1, 2, 3, 4. Und da oben drauf kommt dann nochmal eine Fackel. Und was wir auch noch machen können, ist, wir nehmen nochmal Trapdoors und platzieren die hier oben auf dieser Seite gegen und auf dieser hier auch nochmal. Und das Ganze macht ihr jetzt auch nochmal hier auf jeder Ebene, außer auf der letzten hier. Hier lassen wir das, aber hier kommt das hin, hier kommt das hin, hier kommt das hin und hier kommt das auch nochmal hin. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann sollte eure Kirche ungefähr so aussehen. Das sieht schon mal um einiges besser aus. Und das nächste, was wir jetzt tun, ist, wir dekorieren hier noch ein bisschen weiter. Und so platzieren wir erstmal hier vorne nochmal dieses Fenster leider weg, weil hier kommt jetzt ein Bücherregal hin. Und so gibt es nämlich eine coole Taktik mit Lumenblöcken. Und zwar kann man damit, wenn man die so rum platziert, sieht nämlich die linke Seite so aus, als wären das leere Bücher quasi. Und wenn man das jetzt hier so ein bisschen in so ein Bücherregal quasi einmischt, dann sieht das so aus, als würden da Bücher fehlen. Das ist ziemlich cool. Hier oben drauf mache ich dann einfach nochmal Halbblöcke und nochmal ein paar Trapdoors dagegen. Das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Was wir dann hier machen ist, wir platzieren hier nochmal einen extra Tisch quasi. Einen extra Stuhl meine ich. Natürlich auch mit Lehnen. Und da kann sich dann dieser Türsteher quasi hinsetzen. Der Küster, glaube ich, heißt das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und auf dieser Seite hier machen wir nochmal so einen kleinen Bürotisch, würde ich sagen. Dafür schnappen wir uns nochmal so einen Kartografietisch. So, damit kann man nämlich auch was Cooles machen, wenn man nämlich dafür, also wenn man hier und so diese dunklen Blöcke hinstellt und dann in die Mitte so einen Kartografietisch, dann sieht das so aus, als wäre das so ein Tisch, auf dem dann noch so ein bisschen Papier liegt und so eine kleine Karte und ein Tintenfass vielleicht. Und da können wir dann auch nochmal einen Stuhl hinstellen. Dann nehmen wir hierfür allerdings Fichtenholz, beziehungsweise auch die Fichtentür, die wir jetzt Lehne hier benutzen. Und dann schneiden wir uns nochmal Fichtenschilder. Normale Fichtenschilder meine ich natürlich. Dann können wir hier mit Shift-Rechtsklick einmal gegen. Und dann sieht das Ganze hier so aus wie so ein etwas besserer Stuhl quasi. Was man natürlich auch noch machen kann, ist da oben noch eine kleine Fackel hin. Beziehungsweise kann man hier vorne auch nochmal Fackeln hinstellen, und zwar hier natürlich auch wieder auf der vierten Ebene quasi. Zack, zack. Und was hier natürlich auch noch gut aussehen würde, oh, mir fällt gerade auf, ich habe da was vergessen, so. was hier natürlich auch noch cool wäre, wäre aus Dark Oak quasi nochmal ein Kreuz, was dann hier natürlich auch wieder vier Blöcke lang ist, oder vier Fences lang, oder vier Zäune lang vielmehr. Und dann nochmal zwei oben in die Richtung, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Und was wir dann natürlich machen, sind die ganzen Bänke. Und zwar fangen wir da hier an. Wir machen die dann insgesamt drei Blöcke, beziehungsweise hier zwei Blöcke. Und dann wieder drei Blöcke breit. Das Ganze machen wir auf dieser Seite bis hier vorne. So. Und auf dieser Seite hier machen wir es nur bis hier, glaube ich. Oder? Ja, doch, bis hier. Und dann können wir nämlich nochmal die Schilder nehmen und damit noch ein paar Lehnen hier hin machen. So. In jede Reihe nochmal eine Lehne. Und es gibt natürlich jetzt so ein paar Plätze wie diesen hier zum Beispiel, wo man nicht so viel sieht. Aber das gibt es ja tatsächlich, zumindest in den Kirchen, die ich kenne, eigentlich überall, dass es da so ein paar nicht so tolle Plätze gibt. Aber es geht ja auch irgendwie nicht unbedingt darum, um was zu sehen, sondern vielmehr um was zu hören. Und was wir jetzt hier machen, ist nochmal so ein Taufbecken-Zeugs. Und zwar brauchen wir dafür poliertes Andesit oder poliertes Andesit-Stairs, beziehungsweise die Treppen davon. Und zwar platzieren wir so und so eine Treppe. Und dann hier nochmal. Dann können wir nämlich hier Wasser reinmachen und dann haben wir hier so einen Wasserbehälter quasi. Was wir dann noch brauchen, ist ein Cauldron, beziehungsweise ein Kessel. Und noch ein paar Schilder dafür, am besten Fichtenschilder. Den können wir dann hier hinstellen zum Beispiel. Und da tun wir jetzt einfach Wasser rein. Platzieren drumherum nochmal mit Shift und Rechtsklick ein paar Schilder. Und dann sieht das Ganze so aus, als wäre das so ein Taufbecken-Dingsbums, wo dann halt die Kinder getauft werden. Was wir dann hier natürlich noch hinmachen, ist dieses Pult, wo geredet wird. So brauchen wir dafür am besten ein Lectern-Dingsbums-Table oder wie auch immer das Ding heißt. Ich weiß leider nicht, wie das auf Deutsch heißt, irgendwie Lesepult oder sowas, glaube ich. Was wir dafür dann auch noch brauchen, ist ein Buch mit einer Feder. Ihr könnt natürlich auch ein Enchanting-Table einfach nehmen, da haben wir ja auch so ein Buch, was rumfliegt. Das würde auch gehen. Was wir dann noch brauchen, sind Spruce-Trapdoors, also die Fichtenfalltüren. Und natürlich noch eine Kerze, beziehungsweise eine Fackel. Und was dann auch noch immer cool ist, ist ein grüner Banner und einen grünen Teppich. Warum, zeige ich euch. Und zwar gehen wir jetzt hier insgesamt zu diesem Block hier, also zu dem dritten von der Wand. Und legen da dann das Buch rein. Und dann machen wir hier so rum die eine Falltür quasi. Und da brauchen wir noch Bücher, die habe ich vergessen. Die kommen dann nämlich hier hin. Und dann platzieren wir hier drumherum einmal Falltüren, damit das Ganze so einheitlich aussieht von außen am besten. So. Was wir dann nämlich machen können, ist hier mit Rechtsklick und Shift ein Banner gegen und mit Rechtsklick und Shift ein Teppich darauf. Und das sieht dann nämlich so aus wie dieser Banner, der dann immer in der Kirche ist und anzeigt quasi, was für ein Feiertag ist oder was für eine Jahresperiode man sich gerade befindet. Und dann machen wir hier noch eine Fackel hin. Das sieht dann eigentlich schon mal soweit ganz gut aus. Was wir dann natürlich auch noch für den Pastor oder Priester machen, ist hier nochmal so eine kleine Sitzmöglichkeit quasi. Das machen wir dann hier hin. Und was wir dann hier noch machen, ist nochmal eine extra Säule, und zwar machen wir die hier hin, bis ganz nach oben. Und dann machen wir hier nochmal ein paar extra Blöcke hin. So, und dann machen wir nämlich hier das gleiche wie da vorne auch. Und zwar machen wir dafür die umgedrehten Treppen hier wieder hin. Das haben wir eben noch nicht gemacht.
weil es hier halt so ein bisschen anders ist. So, und oben machen wir dann natürlich aber die ganzen Blöcke rein. Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Was man hier jetzt noch machen kann, sind natürlich auch nochmal die Treppen dagegen, damit das Ganze noch ein bisschen besser aussieht. Sollte ungefähr so aussehen. Was wir dann hier noch machen können, ist das Ganze hier ausfüllen. So in etwa. Und dann hier nochmal die Stufen so rumgegen, damit das Ganze hier noch ein bisschen besser aussieht. Und was wir dann hier machen, ist auch nochmal die Stufen aus richtigem Stein benutzen, also aus dem Cleanstone. Sieht dann hier eigentlich auch ziemlich cool aus. Das sollte dann im Endeffekt so aussehen. Eigentlich ziemlich nice und eigentlich ist jetzt schon die ganze Kirche soweit fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und beziehungsweise wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Kirche in die Kommentare. Und ihr könnt natürlich noch vieles anderes hiermit machen. Und was ich euch zum Beispiel auch empfehle, ist den ganzen Stein. Sieht natürlich ein bisschen doof aus. Was man aber machen kann, ist Andesit zu nehmen und damit so hin und wieder ein paar Steine auszutauschen. Das sorgt nämlich dafür, dass das Ganze noch ein bisschen cooler aussieht und ein bisschen abwechslungsreicher einfach. Was man natürlich auch machen kann bei den Stonebricks, ist es, einfach mal kaputte Stonebricks zum Beispiel einzusetzen. Haben wir hier zum Beispiel oder diese moosigen. Die könnte man zum Beispiel immer so in Bodennähe setzen. Und dann hier natürlich so ein paar kaputte nochmal mit rein. Weil so Kirchen sind ja meistens etwas älter. Und da würde sich das natürlich anbieten. Und ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wie gesagt, Hashtag Kirche. Und ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.